Herzlich willkommen zum Unboxing der Loot Chest. Nun, das ist für mich jetzt schon das dritte Mal, dass ich es aufnehme. Weil Mr. Outer City meint, die Aufnahme abzubrechen. Einfach so, ohne ersichtlichen Grund. Ohne. Finde ich schade, weil das Zauber leider verflogen ist, aber ich hoffe, dass ich es so gut wie möglich nachstellen kann. Okay? Ich habe diese Box nie geöffnet. Egal, was du erzählst. Ich tue einfach mal so, als ob ich diese Box zum ersten Mal öffne. Okay? Gut. Also, das hier ist die Loot Chest. Die ist heute angekommen. In der Postfiliale. Und ich werde sie jetzt mit euch entpacken. Ich tue einfach mal so. Schieb Outer City mal ganz kurz nach da, damit ich das besser im Blick habe. Wehe, du hörst nochmal auf. Wehe. Wehe. So, das hier. Nö, gut. Das hier ist das Lootbook. Das gucken wir aber uns gleich an. Zuerst gucken wir, was da drin ist. Zum Beispiel dieser mächtige, superstarke Hulk-Trunk. Wir nennen das Trunk. Der mächtige Hulk-Trunk. Wenn du den trinkst, bist du mindestens so stark wie ihn und hast durch die krasse chemische Zusammensetzung auch deswegen sein Aussehen. Also vorsichtig. Das ist voll cool. Ich bin auch gerade sehr durstig. Ich wollte es gerade schon anknipsen und dann hat die Aufnahme angehört. Dann haben wir noch, was ich ein bisschen mau finde, aber wir haben Batterien. Nicht nur irgendwelche Batterien. Superman hat sich gedacht, ich brauche Batterien, die mindestens 10-mal länger halten. Mindestens. Also hat er reingepupst. Und hat dann dadurch die Batman-Batterien erfunden, die 10-mal länger halten als handelsübliche Batterien. Muss das ganz langsam zusammenschieben. Gut. Also, krasse Batterien. Dann haben wir noch ein Loot Chest Exclusive. Und zwar ein Auto. Da hier, Loot Chest Exclusive. Da ein Auto von The Walking Dead. Finde ich ganz nett. Das riecht mein Bruder. Und dann haben wir noch einen Yoshi. Yoshi finde ich total toll. Den stelle ich mir auf den Schrank. Eine der einzig guten Sachen heute. Das weiß ich. Spoiler, Achtung. Es gibt auch noch mehrere. Aber ich weiß nicht, ob es in dieser Loot-Chest mehrere gibt. Da. Total toll. Ich mag Yoshi. Dann haben wir noch, warte. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Gut. Dann haben wir tolle Regenbogenkekse, dicke Einhornkarten. Mit Spielanleitung. Hier. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich präsentiere sie mal. Ich hoffe, ihr seht sie. Ihr seht sie. Ihr seht sie. Perfekt. Wunderbar. Also, falls ihr jetzt eure Einhornkräfte präsentieren wollt, könnt ihr das mit den Einhornkarten. Ich hoffe, man hat das Flüstern gehört. Ich schätze schon. Und dann haben wir noch für den kleinen Hunger zwischendurch, der den Hunger auf jeden Fall stillt, kleine keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Süßes Zeug. Armband. Total toll, wa? Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Ein ultimatives T-Shirt. Atemberaubend, oder nicht? Also mir gefällt's. Also ich finde, das ist mit ein unter anderem das Beste an dieser Loot Chest. Es ist das Beste in der Loot Chest. Heute, diesen Monat. Was ich ein bisschen schade finde, aber hey.
Warum nicht? Cool, dann können wir dich wegschmeißen. Adieu. Ja, und dann ein kleines Review. Aber zuerst, bevor wir das Review machen, müssen wir noch uns die coole Loot Chest anschauen, also das Loot Book. Diesen Monat fahren wir mit dir zurück in die Zukunft. Aber nicht in den DeLorean DMC 12, sondern im Rick Grimsford Crown Victoria Streifenwagen. Ich spiele voll Englisch. Victoria Streifenwagen. Und Pac-Man und Super Mario, ja, führen dich zurück in die Vergangenheit. Sind aber gleichzeitig Teil einer spannenden Zukunft, die ganz noch gemischt mit deinen liebsten Helden und das Abenteuer kann losgehen. Das gibt für mich keinen Sinn. Ja. Mhm. Total tolles Lootbox. Das ist die erste Seite. Ich bin da nicht drauf. Egal. Da. Guardians of the Galaxy T-Shirt, das war das. Ja. Dann The Walking Dead Modellauto. Bei mir waren Superman Batterien. Okay, da gibt es auch noch im Batman die Batterien. Ja, ja. Im Batman Style. Batman. Den Hulk-Trunk, den ich hatte. Naja. Ah. Von diesen Super Mario-Figuren, da gibt es noch einen Pilz. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ein Mario, ein Luigi, diese komische Schildkröte und noch ein Mario. Ja. Ein springender und ein nicht springender Mario. Hm? Ach so. Ich habe die Mütze vergessen. Aber dann gibt es auf jeden Fall diese Sammelkarte und das Plus-Item. Ich habe die nicht mehr zurück in die Box gelegt. Ich habe ja gesagt, ich muss ja nochmal eine Box nehmen. Tolle. Ist mir egal. Geh zurück. Die tolle Mütze, die viel zu groß ist für mein Dickschädel. Von Pac-Man. Die habe ich ja ganz vergessen. Da. Sieht toll aus, ne? Besonders, weil die so breit ist. Mein Schädel dagegen so schmal. Sieht toll aus. Ja, das ist das Plus-Item. Das da. Wo ist Pac-Man? Hab ich ganz vergessen. Hör auf. Das piept. Ich will das nicht. Ja. Dann gibt es hier noch so eine Werbeseite. Das ist total toll. Das war's. Das finde ich echt schade. Also mein Review ist... Habe ich nicht mehr viel Zeit. Das ist super. Das gefällt mir. Ja, das... ganz nett, aber ich bin nicht so ein Kapuzen-Cappy-Typ. Das T-Shirt finde ich super. Ich finde es zumindest super. Ja, das Auto ist ganz nett. Kommt in die Mitte. Dann haben wir 10-fach Batterien. Dann haben wir kleine Süßigkeiten und ein Ponykärtchen. Ja, es ist auch hübsch. Ja, aber dann haben wir noch diesen krassen Hulk-Trunk. Der ist natürlich ganz vorne mit dabei. Ja, und das, meine lieben Zuschauer, war das Unboxing der Loot Chest. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt ein paar Kommentare. Und ja, folgt mir noch auf Facebook, Twitter und Twitch und was es sonst noch so gibt, da gibt es keine Ahnung. Folgt mir da, wo ihr mich finden könnt. Ich würde mich freuen und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video, was läuft, wenn Dragon Age 2 läuft oder zum nächsten oder letzten Loot Chest Unboxing. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Sebinator. Ciao.